Kommt, meine kleinen Kinder, ich führe euch in die Freiheit. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Too Dark. Jawohl. Es ist bei mir inzwischen auch schon 11 Uhr, 12 Uhr. Lass mich mal ganz kurz nach... Hallo? Mal ganz kurz nachschauen. Wir haben es inzwischen bei mir auch schon 11:30. Und ich würde sagen, die perfekte Zeit, um ein kleines Horror-Game weiterzuspielen. Es müssen immer noch Kinder gerettet werden. Okay. Wir müssen anscheinend... Also wir können anscheinend noch die Kinder, die in den, sag ich schon, in den Kostümen stecken, die können wir anscheinend auch noch retten. Und wir haben ja eigentlich alles, ah ne, der Löwe, der ist noch da oben. Und ja, um die müssen wir uns anscheinend noch kümmern, beziehungsweise, oh, scheiße, an den habe ich jetzt nicht gedacht. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben Patronen. Also komm, den erledigen wir schnell. Komm her. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Jawohl. So. Oh, nee, der lebt noch. Jetzt ist er erledigt. Sehr schön. Okay. Oh, was haben wir denn hier noch? Ah, nee, das sind nur Überreste. So, jetzt, wo wir... Und die Waffe lege ich mal weg, nützlich aus, wenn die Kinder wieder abknall. Jetzt, wo wir hier alle erledigt haben. Da haben wir noch eine Taschenlampe und eine Brechstange. Aber brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Es sei denn, hier gibt es noch irgendwelche Sachen zu holen. Nö, nichts dran. Da haben wir noch Munition. Oh, da wäre Munition für Pistole gewesen. Ach, scheiß Ratte. So. Ja, wie gesagt. Holen wir noch die letzten paar Kinder hier raus und dann haben wir das erste Level erfolgreich abgeschlossen. Du, 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 du. So. Genau. Na los, kommt. Kommt. Hä, können wir nur ein Kind nehmen immer? Ja, chills. Der ist ja tot, der Clown. Der weiß nicht, was ich will. Ich kann das Kind nicht tragen. Meine Hände sind voll. Ah, wir können auch noch ein Kind tragen anscheinend. So, und den auch? Ich kann das Kind nicht tragen. Meine Hände sind voll. Wie heißt du denn? Bist du ein Freund des Clowns? Nennt mich einfach Smith. Nein, ich bin kein Freund des Clowns. Ich habe den Clown umgebracht. Ich sehe zwar aus wie ein halber Zombie mit einem halben Gesicht und... Komm mit. Na komm. Ich sehe zwar aus wie ein halber Zombie, aber macht euch keine Sorgen. Ich führe euch schon in die Freiheit. Wo ist meine Mama? Ja, ich bringe dich zu deiner Mama. Folge mir. Deine Mama ist hier hinten, in der kleinen dunklen Ecke. Ja, ja, ja. Nee, wir wollen ja keinen Quatsch machen. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Den anderen. Der hebt das kleine Kind einfach so mit einem Arm. Ja, ja, ja. Gut. Ich hoffe, euch ist aufgefallen. Ja, das ist eine Leiche. Kein Stress. Komm mit. Ah, kann ich den überhaupt gar nicht da durchführen? Hey, chill's doch mal. Nee, ich will den noch nicht schlagen. Hä? Nein! Kommt doch mit. Na, kommt. Ah, ich kann doch beide mit. Ah, da hätte ich den anderen sicher auch irgendwie da runterholen können. Ah, dann machen wir gleich. Euch ist es hoffentlich aufgefallen, dass meine Videos jetzt inzwischen in 60 FPS sind. Und, jo, ist einfach cool. So. Na los, kommt schon. Kommt, meine kleinen Kinder, ich führe euch in die Freiheit. Macht mal ein bisschen, kommt. Okay, eins ist noch übrig, das holen wir noch schnell. Ja, ja. So. Lauf, lauf, lauf. Das war der Freizeitpark dann hier gewesen. Jetzt müssen wir uns noch um das letzte kümmern. Ich habe immer das Gefühl, hier fliegt so eine Fliege rum, aber das ist hier in dem Video. Komm. Ah, jetzt kommt er plötzlich. Los, folge mir.
Ach, meine Taschenlampe. Ist jetzt dann leer. Na los. Jetzt wäre eine Kippe recht. Ja, ja, wir rauchen gleich wieder. Hier sind keine Gegner mehr, macht dir mal keine Sorgen. Das ist ein toter Löwe, muss dir auch keine Angst machen. So. Oh Gott. Ein bisschen Batterie für meine Lampe. So. Damit müssten wir dann jetzt alle gerettet haben. Komm, kleiner Kenny. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Komm. Wir müssen... Ah, nee. Ich habe doch genug gerettet. Level abgeschlossen. Ah, alle Kinder gerettet. 6 von 7. Das andere ist natürlich gestorben. Das hat der Löwe ja gefressen. Alle Bonbons gesammelt. 13 von 15. Keine Opfer. 6. 6 Opfer. Ah, man kann es auch schaffen, ohne jemanden umzubringen? Wer hat mir geschrieben? Oh, wartet mal kurz, Leute. Vielleicht ist das wichtig. Nur kurz gucken. Okay. Ja, war ja nicht schlecht gewesen. Ein von 4 Sterne hätte er bei. What I really need now is a long hot shower. Look at this place. That guy dressed as a clown makes me want to puke. How many kids did they manage to kidnap like that before sending them who knows where? This delivery slip thing has to be a clue. So, wir wären wieder daheim. Was hier? Ich habe etwas gefunden. Die Zeitung von heute und eine Packung Milch. Warum auch immer. So. Hier wäre der Lichtschalter. Sehr schön. Hä? Ist er geklingelt? Wer ist denn das? Hi Smith, alles in Ordnung? Hi Jesse, wie geht's dir? Weißt du, du hättest ruhig vorher anklopfen können. Ja, ja, die läuft einfach rein hier. Außer mir kommt eh niemand hierher. Also hör auf zu jammern. Meine Güte, sieht das hier aus. Junge, meine Kinder sind entführt worden. Bist du gekommen, um mir einen Vortrag über Hygiene zu halten? Geht die jetzt einfach ins Bad? Smith, ich bin deine einzige Freundin. Das Massaker beim Vergnügungspark, warst du das? Wovon zum Geier redest du? Ich war seit Jahren nicht mehr in Klumiditch, Entschuldigung. Du hast also aufgegeben nach all der Zeit. Hast du endlich eingesehen, dass du sie niemals finden wirst? Ah ja, die ist ja mega frech. Nein, Sandra und Martin leben noch, das weiß ich einfach. Also hast du Klumiditch nach ihnen gesucht? Und wenn es so wäre, was geht dich das an? Hey, ich hab dir was zu essen mitgebracht. Oh, ist aber lieb von dir. Und ich habe heute Dienst im Revier, also sollte ich besser los. Ja, hau ab und gib mir das Essen. Danke für den Burger. Von da hängt einfach Blut an der Wand. Glaube ich zumindest. Sieht zumindest so aus. Okay. Da oben. Ah, hier können wir immer noch so ein paar Sachen immer wiederholen. So ein bisschen Batterien. Also manchmal... Achso, ja. Was haben wir hier? Nichts. Da ist unter... Ah, das sind einfach die alten Sachen, altes Familienfoto. Das Zeug haben wir doch schon gesehen, oder? Ja, ja. Ja, genau. Ich ertrage den Anblick dieses Bildes nicht. Dieses Fotos nicht. Boah. So. Dass hier mal erst alles ausgeschaltet sein muss. Ich sollte dieses Buch wieder ins Regal stellen. Jetzt müssen wir wieder das Buch holen, oder was? Wo war denn das nochmal gewesen? Wo war denn nochmal dieses Buch? Ah, ich habe ja das Buch hier, stimmt ja. Das müssen wir in die Hand nehmen einfach. So. Dann geht die Tür auf. Ein paar Souvenirs. Wegen neugierigen Augen und so. Aber hier ist eigentlich gar nichts drin. Komisch. Was war das?
Alles, ah, das ja gehört zum Spiel. So. Eine Lupe. Schauen wir mal. Das nächste Level. Gloomy Woods City Map. Missing Lost Child. Okay, das hat er durchgestrichen. Das war der Clown gewesen. Ah, hier sind so Sachen, die ich gefunden habe. Interessant. Kann ich noch irgendwas machen? Nee. Okay, wir sehen uns mal diesen Lieferschein an. Warte, wo haben wir den Lieferschein? Da. Das Dokument zu einer Lieferung. Es enthält verschiedene Informationen. Okay, sehen wir uns mal den Lieferschein. Okay, bla bla bla. Ich werfe einen Blick auf meine Aufzeichnungen. Echt praktisch, das Ding, das mir Jesse da geschenkt hat. Ein Ding auf meine Aufzeichnungen? Das Foto? Die Zeitung? Medaillon? Eine Kette mit einem herzförmigen Anhänger, schon ein wenig kitschig. Könnte aber noch hilfreich sein, die alte Frau hat ja von nichts anderem geredet. Vergrößerungsglas? Ah, wir rauchen mal eine schnell. Ich bin am Überlegen, was wir jetzt machen müssen. Ah, hier sind die. Die Familie Scarlett ist in Gloomywood nicht wirklich schwer zu finden. Hier haben wir also Prinzessin Scarlett, die reichste Erbin der Stadt. War so eine fette eklige. Hier haben wir also die Prinzessin Scarlett, die reichste Erbin. Auf der Karte von Gloomywood ist ein neuer Ort verfügbar, Scarlett Tower. Ja, dann müssen wir da wohl als nächstes hin, Leute, oder? Ja. Ich glaube, es gibt sonst nichts mehr zu tun. Ah, ja, genau. Tatsächlich. Scarlett Tower. Klick, um das Level zu spielen. Machen wir doch. Machen wir doch. Old man Scarlett ruled over Gloomywood. They say he built this concrete eyesore right in the middle of town to celebrate the birth of his daughter. You gotta be real rich to come up with an idea like that. Honestly, I never thought I'd wind up here. This town. Rotten to the bone. Even the big shots are up to their neck and shit. Now, how do I get into this fortress? So, wir müssen also einen Weg jetzt in diese Festung hier finden. Wir haben keine Brechstange, ne? Schon wieder so eine Ratte. Ich hasse diese Viecher. Komm. Komm, komm, komm. Ich schieße jetzt sicher nicht mit der Pistole. Ah, komm jetzt. Stell dich. So. Über die kann man ja einfach drüber laufen. Was haben wir hier noch zu finden? Haben wir ein Brecheisen gefunden. Sehr schön. Immer ein bisschen mit der Taschenlampe sparen. Ah. Batterien für meine Taschenlampe. Ah, eine schöne Tasse Kaffee. Rette die Kinder. Hier ist nichts Nützliches drin. Oh, schon wieder so ein Käfer. Kommen wir da einfach rein? Ah, hallo? Er ist bewaffnet. Der Alarm ist aktiviert worden und jetzt ist der ganze Stockwerk mobilisiert. Ich glaube, das war nicht so gut. Oh nein, Hilfe! Was? Oh Gott. Okay, jetzt brauche ich doch eine Waffe. Egal, die bringe ich um. Ja gut. Das war's. Ich habe etwas gefunden, eine Laterne und einen Baseballschläger. Der Alarm wurde deaktiviert. Jetzt ist alles wieder normal. Ich habe die einfach umgeknallt. Einen Schlüssel habe ich gekriegt. So. Nehmen wir die Kleine mal mit. Ah, das ist eine Alarmanlage. Verstehe. Oh, kommt jetzt wieder einer nach? Ah, das ist... Ist das überhaupt ein Kind, was ich habe? Ah, nee, das ist eine Puppe. Wofür auch immer man die braucht. Aber... Oh, oh. Keine Munition mehr. Baseballschläger. Scheiße. Nein! Oh, oh nein, ich hätte vorher abspeichern sollen. Verdammt!
Okay. Doof. Hä? Level neu starten. Okay. Aber wahrscheinlich, weil ich in dem Level gar nicht abgespeichert habe. Okay, soll mir recht sein, weil ich habe eben ein bisschen viel verschwendet. Komm jetzt. So. Brechstange gefunden. Batterien. So. Wie soll ich denn bitte einen Weg da reinfinden, ohne dass der Alarm gleich losgeht? Kann man... Ah. Was bringt das? Gar nichts. Oder kommt die jetzt raus? Nee. Ich glaube, ich muss so oder so da rein. Ja, aber die sieht mich doch. Und die Überwachungskamera sieht mich auch. Da haben wir ein Bonbon. Wartet mal. Ich mal schnell speichern. Dun, 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 dun. Spiel gespeichert. So. Schnell, 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 schnell. Hm. Nein. Mach mal die Taschenlampe aus. Hm, die Überwachungskamera ist auf der Puppe, auf die Puppe gerichtet. Ich frage mich nur, warum. Enthält die vollständige Geschichte der berühmten Sylvia Collection. Ah, diese Puppen sind anscheinend extrem selten. Hm. Mhm, okay. Halt. Interessant. Ah, nein! Interessant, sie für sich die. Ich frage mich, ob die den Alarm aktiviert, sobald ich da jetzt dran gehe, weil die hat ja mit mir geredet eigentlich gerade eben. Zeig mal. Ah, verdammt. Ich nehme sie jetzt einfach mit. Bam. Ah nein, komm, scheißegal. So, die Puppe. Jetzt kommt der da raus. Ich weiß. Komm, 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 komm. Sehr schön. Kann ich mal mit dir reden? Der Alarm wurde gesagt, jetzt ist alles wieder normal. Oh, da kommt der nächste. Das nervt. Ah, okay. Verstehe. Oh nein, jetzt habe ich auch noch daneben geschossen. Nein! Kann ich den überhaupt schlagen, ohne dass der mich trifft? Nein! Nein! Oh, der bringt mich jetzt um. Toll. Was? Weil ich die Puppen geklaut habe. Oh, ja, ist gut, Mann. Spiel laden. Zeig mal, wenn ich einfach da reingehe. Ah, eine schöne Tasse Kaffee. Okay, was passiert, wenn ich reingehe? Ich habe jetzt keine Waffe in der Hand. So, hallo. Komm her. Sie wird sich derzeit nicht über die Öffentlichkeit zugänglich. Was? Okay, kann ich noch was mit der reden? Hallo? Ich sollte vielleicht nicht gerade die angreifen. Ich aktiviere einfach mal den Aufzug. Ich dürfte gar nicht hier sein, muss vorsichtig sein. Guten Morgen, Sir. Leider ist der Besucher aktuell der Zugang verwehrt. Ich bin schon oben, ist mir egal. So. Hat der eine Waffe? Nee, der hat ein Messer. Scheiß Job den ganzen Tag. Raus, raus, du Vollidiot. Hast du denn nichts Besseres zu tun, als mir auf den Sack zu gehen? Muss ich diese Puppen hier sammeln? Ganz rund, ganz ruhig. Komm. Komm schon. Ah. Leute, ich check manchmal noch gar nicht so richtig. Ich kann zwar hier reingehen einfach. Eine schöne Tasse Kaffee. Genau. Himmel, die Überwachungskamera ist auf der Puppe gerichtet. Ich frage mich nur, warum. Guten Morgen, Sir. Leider ist der Besucher aktuell der Zugang verweigert.
Wir sind derzeit nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Was ist, wenn ich hier jetzt einfach reingehe? Oh, es geht alarmlos. Ja, die musste ich jetzt umlegen. Ich habe etwas gefunden. Ein Baseballschläger und eine Laterne. Ich frage mich, ob ich diese Puppen jetzt mitnehmen muss. Jetzt bin ich hier wieder. Ich bin einfach durch das Treppenhaus gegangen. Kann ich mich an den Rand schleichen? Komm schon, bleib länger da stehen. Komm schon. Noch einen kleinen Moment. Ah, verdammt. Boah, keine Chance uns gehabt. Was haben wir hier? Toilette? Da oben sind irgendwelche am Reden. Jetzt haben wir ein Buch. Mein sehr guter Freund Band 2. Das wird über eine Überwachungskamera. Toll. Was ist denn eigentlich stärker? Ein Baseballschläger oder ein Messer? Ach, gehen wir mal weiter nach oben. Oder nach unten? Flur. Ah, nach oben. Können wir auch irgendwie gucken, was wir hier machen müssen? Hilfe. Genau, Ziel. Finde die Kinder. Bla bla bla. Steuerung. Ach, das ist nichts Besonderes. Das hilft uns nicht weiter. Ah. Das Leben ist grausam. Was? Das ist... Der hat eine Waffe. Nein, 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 nein. Oh, der sieht mich nicht. Sehr schön. Oh, geil. Der schläft. Das ist meine Chance. Super. Der schläft doch. Kann nichts machen. Toll. Leiser, leiser, leiser. Ich würde den gerne umlegen, aber das geht nicht. Geht nicht. Wie können wir eigentlich Leben heilen? Was haben wir denn hier drin? Hier ist ja garantiert auch ein Raum, oder? Gut, gehen wir mal hier rein. Oh, hier können wir die Überwachungskameras ausschalten. Oh, dass die Sicherungskameras deaktiviert. Sehr schön, sehr schön. Schläft er die ganze Zeit? Da ist ein Schrank. Gucken wir mal, was da drin ist. Batterien für meine Taschenlampe. Okay. Ich würde den gern kaputt schlagen. Ich hätte ein Messer. Geht nicht. Ich muss hinter dem eigentlich stehen, damit ich den mit einem Schlag killen kann. Okay, wir müssen hier rein. Sieht der mich dann? Nimm das. Die Liebe, die uns folgt, wird oft uns zu... Was? Lästig. Doch dank... Der arme Trottel ständig mit seinen... Fettbacke, bla 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 bla. Hier haben wir wieder ein Bonbon. Was haben wir hier? Was ist das denn? Eine Kanne Kerosin. Eine Flasche Champagner. Ah, genau, mal einen rauchen. Wäre eine gute Idee. Lauf! Lauf! Ich kann mich nicht bewegen, weil der am Rauchen war. Scheiße. Hätte vielleicht nicht einen rauchen. Ach du meine Güte, junger Mann. Ich kann Ihnen das nicht jedes Mal sagen. Es gehört sich nicht ab. Ja, weil der am Pennen ist. Toll! Okay, wo haben wir gespeichert? Oh, nö. Ernst jetzt? Okay. Guten Morgen, Sir. Leider ist der Besuch aktuell Zugang verwehrt. Ich würde die gerne umlegen. Kann ich das? Komm! Sehr schön. Jetzt habe ich einen Schlüssel für den Lagerraum.
Ich dürfte gar nicht hier sein, ich muss vorsichtig sein. Keine Sorge. Ah, nee, warte, wir waren hier jetzt. Uah. Obwohl. Ich würde gerne. Ah. Komm schon. Nein. Och Mann. Wieso bin ich denn im Zweikampf so schwach, wenn ich eine Waffe habe? Komm her, Mann, du blöde Kuh. Nein! Boah, das war knapp. Was ist das hier? Ah, das ist der Schlüssel hierfür. Was haben wir? Ein Eimer, wow. Mit einem Besen. Okay, vielleicht könnten die jetzt meinen, dass ich zum Reinigungsdienst gehöre. Kann das sein? Ich glaube, der Alarm geht los, wenn ich durch die Tür gehe, oder? Ich glaub's halt schon, ich glaub's halt schon. Mal gucken, ob das was ändert, wenn ich jetzt den Besen und den Eimer hier in der Hand halte. Komm schon. Okay, du bist also... Ah, der Neue, ja? Dann mal an die Arbeit. Hier muss alles von unten bis oben sauber gemacht werden. Alles muss glänzen wie ein Diamant. Verstanden? Hab's verstanden, Chef. Jawohl, Sir. Natürlich, Sir. Okay, meine Lieben. Zieh dir das mal rein. Das ist Pflichtlektüre. Ein Grundriss des Scarlet Tower, Kumpel. Damit muss das wirklich sein. Wie groß ist das hier überhaupt? Weit kommst du ohne nicht. Ah, das ist eine Karte von denen hier. Ich bin markiert, wo du gehen darfst. Wenn man dich woanders erwischt, kriegst du großen Ärger. Alles klar, Chef. Ich hoffe, dem macht es nicht aus, dass ich gerade mal einen rauche. Meine Leute, meine Lieben, ich bin auch schon jetzt bei 25 Minuten angekommen. Ich werde den Part an dieser Stelle beenden und ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Wenn ja, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder mit ein. Oder gebt mir einen Daumen nach oben oder schreibt mir irgendwas Nettes in die Kommentare. Bitte, bitte, bitte. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ja? Haltet die Ohren steif und ciao!